Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So Leute, ich habe heute extra für euch den PC angemacht. Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ja, habe mir gedacht, oh komm, schnell RimWorld, nehmen wir jetzt auf. Und dann hole ich mir einen Ben & Jerry's, den, wie heißt der, Choco Fudge oder so, hier den mit den, nicht mit den Muffins drin, sondern mit den Brownies. Und guck Serie und dann ab in die Haie, wie die jede erste Spätschicht eigentlich. Ah, das heißt, ich habe jetzt nur für euch den PC angemacht, um ihn danach wieder auszumachen. Fühlt euch geehrt. Heute war übrigens, ne, ich erzähle jetzt ein bisschen was, bevor ich auf die Kommentare eingehe. Achso, hier unten müssen wir noch. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Ne, weil Dino will ja auch immer, dass ich was erzähle, deswegen erzähle ich auch mal was. Warte, die glätten wir hier noch, den hier als allererstes. Glätten wir den als erstes. Weil dann können wir nämlich hier schön die Stromkabel durchlegen. Ach, ist schon. Obwohl die gar nicht geglättet waren. Ja, deswegen, und zwar hab sogar mehrere Themen, über die ich reden könnte. Heute auf der Arbeit haben wir selbstgemacht Salat gegessen. Also meine Kollegen haben das gemacht. Ich habe nur mitgegessen und am Ende mitgespült und sowas, aber ich habe nicht zubereitet und ich war auch nicht bei der Planung dabei. Habe ich alles schön denen überlassen, weil ich hätte sonst bestellt, ganz easy. Auf jeden Fall. Tut mir leid, dass ich immer unterbreche, aber wenn ich gerade mit dem Kopf hier irgendwie konzentriert bin, dann kann ich nicht gleichzeitig reden. Ich bin halt nicht multitaskingfähig. Und du solltest dich vielleicht mal ausruhen. Hätte ja alles einzeln, hatte ich gedacht, dem gegeben. Primary Systems Online. Aber gut. Nee, und ja, da, der war auch ganz okay, außer Oliven. Ich hasse Oliven, aber gut, waren halt Oliven drin. Kann ich mit leben. Hab sie halt rausgepickt. Aber gut, das wussten wir jetzt nicht. Deswegen auch nicht schlimm. Aber da war halt so komische braune Klumpen drin. Ich habe mich halt gefragt, was das ist, weil das hatte irgendwie einen bekannten Geschmack, aber ich konnte es nicht zuordnen. Und dann haben die gesagt, das ist Gyros. Warning, Power Failure. Und dann habe ich nichts weiter dazu gesagt. Ich dachte, also nach Gyros schmeckt das auf jeden Fall überhaupt nicht, ne? Aber gut, ich habe halt nichts gesagt. Und haben dann am Ende gefragt, wie es denn war, und dann hab ich so, ja, okay halt, ne? Warum nicht, ne? Und meine ich so, schmeckt halt wie Tofu. Und dann meinte ich so, ja, ist auch hier Fleischersatz und so und ist auch vegetarisch und so. Und meine ich so, ja, okay. Ist ja nicht schlimm, ne? Und dann haben wir halt so ein bisschen darüber diskutiert, weil ich bin halt der Meinung, das ist kein Fleischersatz. Also jetzt Tofu, also es gibt ja auch Würstchen und Fleisch, die sich, also hier so Steak oder sowas, was nicht aus Fleisch ist, sondern dann als Tofu oder irgendeinen anderen Sojakram, halt irgendwas Vegetarisches bzw. Veganes. Und ich bin halt der Meinung, dass das kein Fleischersatz ist, sondern eine Fleischalternative.
denn es schmeckt nicht wie Fleisch. Und ja gut, was jetzt die Proteine und die Inhaltsstoffe angeht, glaube ich, ist da auch ein Unterschied. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Aber selbst wenn es dieselben Mineralien und Stoffe, Proteine, was auch immer, die gibt als Fleisch, wäre es für mich immer noch kein Fleischersatz. Weil es halt für mich nicht nach Fleisch schmeckt. Also versteht mich nicht falsch. Ich mag diese veganen Würstchen und sowas. Die schmecken sehr geil. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel wenn wir grillen oder sowas, finde ich tatsächlich die veganen Würstchen besser als die normalen Würstchen, weil die halt geil gewürzt sind. Ne? Die schmecken einfach besser. Wieso ist der noch bei 0? Verstehe ich nicht. Achso, der ist noch nicht repariert. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie hier die Temperatur abgeht. Also der ist nicht konstant 18. Wenn wir mal hier gucken. Oh, hier auch. Hier auch. Auf jeden Fall ist es für mich halt kein Fleischersatz, sondern halt eine Fleischalternative. Man kann es alternativ zu Fleisch essen. Aber ich finde, es ersetzt halt nicht das Fleisch. Man kann es natürlich ersetzen und auf komplett Fleisch verzichten. Aber das macht es ja immer noch nicht als richtigen Ersatz für den Fleischgeschmack. Darum geht's mir, ne? Also für mich ist es halt kein Fleischgeschmack. Und ich schmecke das sofort, ob das Fleisch ist oder nicht. Auch wenn ich jetzt bei bestimmten Fleischsachen den Unterschied nicht erkenne, welches Tier das ist. Aber erkenne ich den Unterschied zwischen Fleisch und veganem Wannabe-Fleisch. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum diese Produkte sich als Fleischersatz verkaufen wollen. Wenn sie doch einfach eine Fleischalternative sein können und sich dann vermarkten als ihr eigenständiges Produkt, na, als was Eigenes, ohne zu sagen, ja, wir wollen ein Fleischersatz sein, sondern macht doch was Eigenes so. Schmeckt doch geil und sowas. Es ist gut und lecker. Warum muss das jetzt einen... Müsst ihr euch jetzt Ersatz schimpfen? Das verstehe ich halt nicht. Der Raketenboy ist auf Kriegsfuß. Alter, der hat das einfach überlebt. Hier, du musst mal heilen, ne? Wir können den, ich kann den jetzt nicht zum Heilen hier rein machen. Ich meine, der heilt sich auch selber. Aber ich würde den trotzdem gern, dass der schneller verheilt. Ne, also die, also ich finde, die könnten sich super geil als was Eigenes verkaufen und haben es nicht nötig, sich als Fleischersatz zu machen. Es ist für mich halt eine Alternative. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich würde mal gern eure Meinung dazu hören. Ist vielleicht einfach auch nur ein Unterschied, wie die Leute halt den Begriff für sich definieren. Und wenn jemand das halt anders definiert, dann würde ich sagen, gibt es auch kein richtig oder falsch. Ist halt dann eine Eigeninterpretation. Klar gibt es immer noch den Wikipedia-Eintrag, was es genau bedeutet, aber jeder interpretiert ja alles für sich selbst immer noch mal anders. Naja. Und was anderes, was noch interessant war,
Hab ich jetzt vergessen. Gucken wir mal gerade, bevor ich die hier mache, auf die Kommentare, wie ihr beim Weg seid. Also, Jo ist für A. Micha ist für B, also einmal A, einmal B. Die Norm entscheidet. Die Norm ist für B. Also B hat gewonnen. Was war B? B war das Ekelhafte. Okay. Das ist natürlich praktisch. Weil da haben wir den ganzen Weg eigentlich dann schon fertig. So. Was war jetzt noch das andere, was ich ansprechen wollte? Ach so, da bin ich gerade als ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, habe ich halt gesehen, dass so manche Häuser total geschmückt sind. Auch bei mir in der Nachbarschaft sind halt also alle Häuser sind ein bisschen geschmückt und so ein bisschen war's, außer meins. Bei mir ist gar nichts geschmückt. Und habe ich mir so gedacht, okay, für die meisten Leute ist Weihnachten wohl noch irgendwie so eine Sache. Aber für mich ist Weihnachten nichts Besonderes mehr. Also man muss schon mehr sagen, weil früher als Kind war das natürlich immer was Besonderes. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich Frau und Kind selber dann habe, dass das wieder was Besonderes sein wird. Aber im Moment ist es halt überhaupt nichts Besonderes. Es ist Standard. Für mich sogar normaler Arbeitstag so. Also dieses Jahr Weihnachten wird so sein. Heiligabend bin ich vielleicht bei meinen Eltern. Also weiß man ja nicht, wegen Corona. Beziehungsweise eher bei meiner Mutter. Meine Eltern sind ja getrennt. Und ja. Danach gehe ich arbeiten, ne? Gehe dann abends zur Nachtschicht arbeiten. Ja, erster Weihnachtstag wäre ich dann normalerweise dann Vaterseite. Aber das findet dieses Jahr nicht statt wegen Corona. Also das ist schon abgesagt. Das heißt, da werde ich mich dann den ersten und zweiten Weihnachtstag bin ich dann zu Hause und werde mich aufregen, dass ich nicht arbeiten bin. Weil es ist sehr viel Geld, was mir da durch die Lappen geht, weil ich da nicht arbeiten bin. Obwohl ich gerne arbeiten gegangen wäre. Aber klar, das kann man natürlich nicht bestimmen. Sondern muss halt Schicht haben. Ne? Aber ich habe halt keine. Und es gibt keine Bringschicht. Das ist ja normal, dass es keine Bringschicht an Feiertag gibt. Weil an Feiertagen nehmen nur sehr selten Leute frei tatsächlich. Weil die wollen natürlich alle die Prozente. Was auch nachvollziehbar ist. Aber dann habe ich mir gedacht, ja so, warum soll ich denn mein Haus schmücken, wenn ich es nicht fühle? Ich fühle es nicht, ne? Ist ja genau wie das hier. Also ich fühle mehr das hier als Weihnachten, ne? Ich habe auch schon vor Jahren gesagt, ich will keine Geschenke oder sowas. Aber gut, die schenken, meine Eltern wollen mir trotzdem immer was schenken, weil für die ist das halt was Besonderes und die wollen halt gerne was schenken und sowas. Und dann denke ich, okay, deren Ding, ne? Ich fühl's halt nicht. Aber wenn die anderen es fühlen, ne, von mir aus, ne? Also mich nicht ein. Wir machen hier nochmal eine alternative Stromweg. Kann ich den hier auch wegmachen? Ne, deswegen wollte ich mal fragen, wie findet ihr denn Weihnachten? Ist das für euch noch was Besonderes oder geht's da euch wie mir? Oder bin ich halt einfach nur komisch? Klar bin ich komisch, das weiß ich. Aber bin ich der Einzige? Oder? Deswegen finde ich es auch lustig, wenn man mich dann Weihnachtsgrummel nennt oder sowas. Weil das finde ich eigentlich
passt überhaupt nicht. Ne? Also klar, man kann mich Grummel nennen, weil im Prinzip ja, aber dann nicht Weihnachtsgrummel, weil mir ist Ostern, Silvester und die ganzen anderen Tage genauso kackegal. Ein Unterschied ist, wenn ein Kumpel oder so Geburtstag feiert. Das ist ein Unterschied. Und der feiert, ne? Dann ist Party, das ist was anderes. Ne? Wenn Familie Geburtstag hat, ja, gehst du hin. Ja, nichts Besonderes. Wenn ich Geburtstag hab, gehen mir alle Leute auf den Sack. Mein Geburtstag ist auch schon rum und keiner mehr gratuliert, ihr Schweine, ihr seid schuld. Egal. Ja, und Silvester ist für mich theoretisch auch ein normaler Arbeitstag. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten, weil ja, machst ja nichts, ne? Bin schon, ja, seit Corona bin ich gar nicht feiern gewesen, Silvester. Und davor habe ich auch schon weniger gefeiert. Also es ist jedes Jahr weniger geworden. Wir machen hier mal den Rand weg, weil es stört mich jetzt doch ein bisschen. Es hatte was, dass hier der Rand so umrandet war. Fand ich ganz cool. Das Problem ist, mich stört, dass es hier nicht so ist. Naja, wir können es ja am Ende eh wieder entfernen, wenn es dann doch kacke ist. Hier ist ja auch nicht. Da würde mich euch mal interessieren, wie ihr zu Weihnachten steht und sowas. Und habt ihr für euch das noch so was Besonderes ist? Oder ob ihr das genauso seht? Bin ich mal gespannt. So. Da hier die Böden gemacht sind, können wir die eigentlich mal machen. Aber hier muss natürlich noch überall ein Dach drüber, ne? Dass der das nicht selber gemacht hat, irritiert mich ein bisschen. Dass der hier nirgendwo ein Dach drüber gezogen hat. Klar, das macht das Ganze schön hell. Beziehungsweise wir haben Gläser. Wir können hier überall, wir können diesen ganzen Bereich hier mit diesen Gläsern eigentlich ausfüllen, ne? Dass wir theoretisch von oben reingucken können. Das finde ich eigentlich voll gut. Verspiegelte Gläser. Unten ist ein Spiegel. Und wir, das können wir natürlich nicht darstellen, weil wir nicht hochbauen können. Aber wir sagen, wir bauen dann, wir gucken mal, ob wir vielleicht irgendwie eine Treppe ähnliches Aussehendes bauen können. Das dann irgendwie suggeriert, dass man hier drauf gehen kann und von oben gucken kann. Hier muss erstmal das Dach fertig gebaut werden, so wie es aussieht. Hier wurde auch noch nicht das Dach gebaut. Das hier mal gerade. Hier wurde immer noch nicht das Dach gebaut. Meine Güte. Oh, Gold. Hier. Irgendwo.
Naja, gehen wir mal schnell auf die Kommentare ein, sonst schaffen wir das zeitlich nicht mehr. Ah, endlich. Bauen wir mal weiter. So, Micha hat geschrieben, meinetwegen kannst du das mit dem Boden machen. Und ich entscheide mich für B. Und wieso sollte ich auf Jo reagieren? Das ist unter meiner Würde. Du musst ja schon fast ein AKW für die ganzen Kühlungen haben. Ja, gut, das stimmt. Wir haben schon relativ viel Kühlung. Das muss man mal dazu sagen. Wir werden auf jeden Fall sehr viele Glasteile brauchen. Ich könnte die hier auch nebeneinander machen und dann drei dahin machen, aber ich finde das irgendwie ganz cool so. Mal hier haben wir so ein Riesenfeld, hier können wir mal einen Dreier hinmachen. Weißt du was, dann... Ah, passt nicht. Sonst hätte ich gesagt, ah, weißt du was, machen wir hier auch mal den. Aber dann können wir hier oben mal reinmachen. Ah nee, passt immer noch nicht. Na gut. Weißt du was, hier könnten wir das aber mal so machen, dass wir öfter die Einer nutzen. Hier machen wir die wieder zusammen. So, jetzt mit den ganzen Einern noch ausfüllen. Das muss ich nachher ausrechnen, wie viele wir brauchen. So, ich glaube, jetzt habe ich überall drin. Hier natürlich nicht. Wobei sollen wir hier? Ne, hier können wir keinen drüber machen. Esel. Tschüss. So, die brauchen jeweils eins. Wir machen das gerade mit dem Rechner. Ich werde es nämlich nicht im Kopf rechnen. Hätte ich sonst gemacht, aber jetzt gerade nicht. Also 136. Wie viel braucht einer? Zwei. Plus 216
plus 3, also 355, wenn ich alles richtig eingetippt habe. War hier, ne? Oder konnten wir die auch hier herstellen? Nee. Schmerzstopper. Ein Schmerzstopper für Pascal. Ich hoffe, der überlebt den Eingriff. Hier! Boah, kann ich das durch 4 teilen, ist jetzt die Frage. 3,55. 3,55 durch 4 wären 88,75. Also 88 mal 4. So, das hier machen wir 88 mal. Und dann machen wir noch 3 mal. Den, dann müssten wir genug haben. Ich habe ja verkauft die, die ich mal hatte. Ne, die habe ich weggeschenkt. Und natürlich auf den Boden legen. Genauso wie hier. So, die 2 Bauroboter sind fertig. Jetzt habe ich natürlich hier keinen Platz mehr. Gut, dann würde ich sagen, Kommentare. Dinom hat geschrieben, Pfeile, bitte von Basisausgang in Richtung A42. Pfeil an Pfeil, würde ich sagen. So. R5 B1 R5 B2. Ist natürlich jetzt überflüssig, weil die gerade nichts zu tun haben. Egal. Okay, Dino will unbedingt Pfeile haben. Willst du nur so Pfeile haben oder willst du die verlängern, ist halt die Frage. Weil wir können den so short machen. Haben wir nicht Linie? Irgendwie so eine Linie? Den hätte ich gern mittig. Und dann hätten wir die Pfeile verlängern können. Aber wir lassen einen Abstand, oder? Pfeil an Pfeil, das wäre doch zu viel. Lassen wir einen Abstand. Wenn du dann immer noch sagst, hey, doch, Pfeil an Pfeil, dann können wir da immer noch einen kleinen reinquetschen. Haben wir einen Kurven-Arrow? Ja, wobei, wir können die nicht wirklich reinquetschen. Wir hätten das von Anfang an mit den kurzen machen sollen. Wir machen das von Anfang an mit den kurzen. Machen wir nochmal weg. Oder was ist der Unterschied? Ne, die sind zu klein. Wäre cool, wenn die leuchten würden. Ja, das passt viel besser mit den kurzen. Wäre auch cool, wenn wir die umfärben könnten, aber es geht leider auch nicht.
Das können wir hier probieren. Den hier zu machen. Ich finde eigentlich so Doppelfeil ganz cool. Warte, die müssen hier nochmal weg. Der muss weg. Die können bleiben. Wobei, ich glaube, das sah vorher besser aus. Warte, wir machen die nochmal alle weg. Wir lassen den mal, weil ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Wir können damit richtige Pfeile erstellen. Wieso mache ich nichts? Arbeiten. Weiter im Text. Für den Boden fände ich es okay. Was? Worum geht's? Was habe ich verpasst? Worum geht's? Also beides hatte was mit den Pfeilen. Aber ich glaube, mir persönlich, ihr könnt natürlich dann auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Ich fand es persönlich so am besten. Das erinnert mich an diese, bei so Rennspielen, wo so Beschleunigungsstreifen sind. Die sehen auch immer so aus. Ja, jetzt müsste es wie eine Rolltreppe nur nach vorne laufen noch. Aber ja. So, weiter im Text. Der Beschriftungsmod ist wirklich cool. Ja, der ist schon nicht schlecht. Stimme ich zu. So. Jo hat geschrieben, Knork und Schnieke habe ich noch nie in Bayern gehört. Dachte, das gibt's im Norden. Das gibt's gar nicht. Mich hat darauf geantwortet, das sind Wörter, die komplett aus der Zeit gefallen sind. Das habe ich zuletzt als Kind gehört. Also da haben die Dinosaurier noch gelebt. Dann war das. Und ich hab's doch gesagt in den 50er Jahren. Das ist ein Wort, das ich weiß nicht, wo du das her hast. Hast du irgendwie ein Video vom vor dem Ersten Weltkrieg oder so angeguckt, wo die das gesagt haben oder was? Keine Ahnung, wo du diese Wörter her hast. Ich glaube, wir machen den hier auch weg. Mike hat auch nichts zu tun, die stimmt aber nicht. Dann machen wir nochmal einen von denen hin. Ich glaube, wir müssen auch mal richtige Strommäste bauen, die zumindest so aussehen. Wo dann die Dings... Warte, wir haben doch Strommäste. Müssen wir mal ausprobieren. Wir haben hier doch Strommäste irgendwo gehabt. Gut, ich weiß nicht, ob die einen bestimmten Namen haben. Konne, das wusste ich zum Beispiel nicht. Palette.
bin mir ziemlich sicher, dass wir Strommasten irgendwo hatten. So, dann hat Jo geschrieben, niemand sagt Mehe. Also Mehe habe ich auch noch nie gehört. Und dann Tschüss. Also Tschüss sagen hier fast alle. So, Knorke kommt von dieser Band. Ein Link dazu. Ich habe mir den mal angeguckt. Ich kannte die Band gar nicht. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Aber gut, warte, den machen wir auch weg. Weil hier geht es ja schon ins Linke über. Hier würde schon passen, ne? Aber ah, hier, Powerpool. Ja, sieht aber nicht so geil aus, ne? Klar, wir können die so bauen, aber ich kann die nicht drehen. Ich habe keine Möglichkeit, die zu drehen. Und nach unten führen, wenn man die nicht drehen kann. Ah, das sieht nicht so geil aus. Wir könnten die, klar, jetzt hier so hinstellen. So zuck, zuck, zuck. Aber ich glaube, da baue ich mir dann wieder was selber oder so. Aber da können die dann nicht drüber laufen, wenn ich mir jetzt hier was Dickes baue, ne? Ah, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir es auch wieder in den Weg einbetten. Egal, machen wir schnell die Kommentare. So, Jo hat geschrieben B6 nach C6. Was? Ah ne, B8. Hier. Nicht falsch gelesen. B. Wollte schon sagen, das geht gar nicht. B8. Nach C6. So, und dann hat Jo noch geschrieben, hilf mir doch ein bisschen. Ich habe null Plan von dem Game. Ich mache eigentlich einfach irgendwas, bis es zu spät ist. Ich habe auch keine Ahnung, keine Ahnung. Kann dir nicht helfen. Also bis dann. Ciao.